Wir haben jetzt noch ungefähr 20 Kilometer zu fahren, da sind wir endlich da. Ja, für uns geht es jetzt erstmal 3 Tage Hecht angeln am Gobino-See. Ja, schlafen werden wir im Waldhaus Meccano bei Markus Uppmann. Und ja, ich denke mal, wir werden vorrangig mit großen Jerkbaits oder Gummifischen angreifen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns am Wasser wieder. Wir sind gerade auf dem Weg in den Labussee. Wir haben dort den Tipp bekommen, mit Gummifischen an der Kante runter zu fischen. Ja, dort gibt es eine Kante von 3 auf 6 Meter. Die werden wir mit dem Echolot suchen. Hoffentlich werden wir sie finden, dass wir dort den Hechten nachstellen können. Ja, wir sollen mit 12 cm Gummifischen angeln in Fire Tiger oder in einem pinken Design. Ja, wir werden, denke ich mal, den Shaker von Lanka City verwenden in 12 cm. Als kleines Zwischenfazit, wir hatten jetzt nicht so sehr viel Zeit gehabt, jetzt noch zu fischen. Es waren vielleicht so 2-3 Stunden. Wir haben jetzt 2 Kanten abgefischt, hatten einen einzigen Hecht, und ganz lebenlos. Wir werden jetzt langsam rein, machen die Sonne steht schon relativ tief, vielleicht noch eine halbe Stunde weiter fischen und dann werden wir schauen, dass wir morgen frühzeitig angreifen und hoffentlich eine ganze Ecke mehr Fisch fangen. Weil vielversprechend sieht sie auf jeden Fall aus hier. Unsere Nachbarn hatten ordentlich Fisch gefangen, haben sie uns heute erzählt. Aber ich bin da relativ zuversichtlich, dass das auf jeden Fall morgen klappen wird. So, jetzt gerade noch mal ein. So ein Darm 50 vielleicht. Oh, ist wieder ab. Ja, ich habe jetzt schon meinen 3. verlorenen Fisch. Läuft auf jeden Fall hier. Ja, gut. Ist alles nicht so die Größe, aber ist schon schade. Die Sonne ist jetzt langsam komplett weg, es wird jetzt schon richtig dunkel. Wir werden jetzt noch unsere letzten paar Würfe machen und dann werden wir, denke ich, mal reinmachen. Wir müssen ja auch noch ein Stück fahren und ja, werden dann morgen früh wieder angreifen.
sind jetzt an der ersten Stelle angekommen. Wir fahren jetzt gleich zur nächsten Stelle. Das ist quasi dieselbe von gestern. Die Kante von 3 auf 6 Meter. Ja, dann auf jeden Fall dieselbe Stelle von gestern. Es hat ja immer mehr oder weniger funktioniert. Und mal hoffen, dass wir heute zumindest ein bisschen größeren Fisch fangen können. Der erste kleine Hecht. Sehr klein. Ja, richtig geil. Jetzt hier doch in der Flachwasserzone. Weil der Wind ist gerade ziemlich viel geworden. Wir sind jetzt mal kurz zurückgezogen, haben was gegessen. Und ja, doch nicht nur im Tief. Nein! Fuck! Boah. Hecht Nummer 2. Der war ein bisschen sportlicher. Ich dachte, der erste wäre ein bisschen größer, aber besser als kein Fisch. Hoffentlich werden die auch noch ein bisschen größer. Aber so läuft das mir ganz gut. Wir werden jetzt erstmal eine kleine Mittagspause einlegen. Wir sind jetzt erstmal 6 Stunden Pause gewesen. Von um 6 bis um 12. Hatten jetzt 2 Fische. War jetzt nicht ganz so pralle. Aber ist ja auch nicht so sehr schlimm. Hatten dann noch 2-3 verloren, ein paar Fehlbisse oder irgendwas, die alle hängen geblieben. Aber wie gesagt, nicht so schlimm, wir werden erstmal was essen gehen drinnen, nochmal zur Bank und dann gegen 4 Uhr wieder rausfahren. Tankstelle, haben einen Sprit für unseren Motor geholt. Natürlich ganz wichtig, ja, wir haben jetzt auch was gegessen. Ja, wir fahren jetzt wieder raus und werden wieder an den Kanten weiter angeln. Das hat ja ganz gut geklappt bisher und hoffen auch mal auf einen größeren Fisch. Knappe 60 cm. Was ich noch sagen wollte, was gar nicht mal so schlecht ist, mit dem Hechtangeln, ist, wenn man sich so eine. Wir haben hier eine Ikea-Tüte liegen,
irgendeine Plastiktüte mit ins Boot nimmt, falls man die nämlich reinhebt und zurücksetzen will, dann schädigt man nämlich gar nichts. Ups. Ja, schöner Fisch, ist zwar noch nicht ganz groß, aber auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser. Gleich beim ersten Wurf auf 6 Meter Tiefe gebissen, auf dem weißen Shaker von Langer City. So, den verarzten wir jetzt erstmal und dann kommt er zurück. Wir mussten jetzt gezwungenermaßen rein. Der Wind ist jetzt richtig extrem geworden auf dem Wasser. Wir haben 2 Anker und es treibt es nur rum. Nach 3 Minuten sind wir am anderen Ende vom See. Und ja, das ist kein konzentriertes Angeln. Wir merken nicht, wenn der Köder auf dem Grund ist und da macht einfach keinen Spaß. Deswegen nutzen wir jetzt mal die Gelegenheit, um euch ein bisschen was zu erklären. Wir verwenden halt tieflaufende Wobbler, wie gesagt, in 3 bis 6 Meter Tiefe angeln wir. Fox Slickstick, 4,5 Meter tief. In 2 verschiedenen Designs. Schön auffällig, das ist wichtig. Von Bojo, tieflaufende Wobbler, 5 Meter, auch wieder hell, der fällt auf. Und direkt am Grund, diese Shiner von Kitec, Lanka City. Und noch den Fetzel Impact von Kitec. Ja, unser kleiner Angelurlaub in Mecklenburg ist auf jeden Fall jetzt vorbei. Wir sind gerade auf dem Heimweg, haben jetzt noch gute 3 Stunden Fahrt vor uns. Und ja, war auf jeden Fall richtig geil. Wir hatten mit dem Wetter auch richtig viel Glück. Im Großen und Ganzen war es cool. Wir haben nicht die Riesenfische gefangen, aber wir haben viele Fische gefangen. Ja, wenn ihr vielleicht auch mal Lust habt, hier Urlaub zu machen, meldet euch einfach mal bei Markus. Die Nummer ist unten in der Infobox und wir werden auch gleich nochmal ein Bild einblenden, da steht es auch drauf. Ja, ist auf jeden Fall richtig geil, Bungalow, alles richtig schick, Boot ist dabei. Und ja, wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal eine Bewertung da und schreibt vielleicht Verbesserungsvorschläge in die Kommentare. Ciao.